Martinez. Wenn Conchita Martinez Zeit hat, sich hinzustellen zu ihren Bällen, dann ist sie unerhört gefährlich. Und man muss sich natürlich entschuldigen, haben wir eben nochmal die Schiedsrichterin gesehen. Ich hatte immer noch gesagt Jane Tabor, aber die hat vor kurzem geheiratet, heißt jetzt Jane Harvey. Also nochmal Glückwunsch hinüber an die junge Dame aus England, die ja sehr häufig schon das Wimbledon Einzel, das Finale bei den Damen geleitet hat. Hier also Jane Harvey, Gratulation von dieser Stelle aus. Wir entschuldigen uns auch nochmal dafür, dass wir die Heirat ganz einfach unterschlagen haben. Wenn Conchita Martinez Zeit hat, dann ist sie unerhört gefährlich. Sie ist ja auch in der Lage, die Situation vorauszuahnen. Sie hat einen guten Instinkt, aber sie ist nicht die Schnellste. Sie ist ein wenig übergewichtig, das haben wir auch schon angesprochen im Verlauf dieser Tage. Und das ist die Möglichkeit für Anke Huber. Sie muss die Spanierin ständig in Bewegung halten, versuchen mit Variationen die Spanien aus ihrem Rhythmus herauszubringen, um dann mit ihrer Vorhand, mit ihrer eigenen Vorhand das Tempo zu machen. Also das erste Aufschlagspiel von Anke Huber in diesem Viertelfinale.
Martino. Ein bisschen sehr hektisch. Anke Huber, die da versucht, zu schnell zu ihren Punktgewinnen zu kommen. Zwei Breakbälle gegen sie. Martinez leads 2 games to 0. Es läuft nicht allzu viel zusammen bei Anke Huber. Conchita Martinez muss gar nicht viel unternehmen. Sie hält die Kugel im Spiel. Das erste Break perfekt, aber das hat noch nicht allzu viel zu sagen in diesem ersten Satz. So langsam hat sich wohl auch die Sonne verzogen. Von unserer Position können wir das gar nicht richtig erkennen, aber es sieht fast so aus. Ja, da ist die Anke Huber im Moment gar nicht so richtig mit den Gedanken beim Spiel. Hat er nicht aufgepasst, wie es steht. 40-15.
Game Martinez. Martinez leads 3 games to 11. Es ist Conchita Martinez, die hier das Spiel bestimmt, die fehlerlos auf ihrer Vorhandseite spielt, die das natürlich ganz geschickt macht, abwartet und dann in der Lage ist, ihre Vorhand entweder die Linie entlang oder im letzten Moment dann auch diagonal über das Netz zu spielen. Und links der Turnierdirektor Paul McNamee, rechts neben ihm Peter Bellinger und die beiden warten ängstlich auf den ersten Regentropfen. Und er wird kommen, früher oder später, vielleicht in 3, 4, 5, 6 Minuten. Und dann können wir davon ausgehen, dass diese Begegnung hier unterbrochen wird. Das könnte natürlich dann auch ein Vorteil für Anke Huber sein, an der das Match hier bislang so vorbeigeht. Sie ist überhaupt noch nicht drin im Spiel, bewegt sich schlecht, denkt da vielleicht im Moment ein bisschen zu sehr nach über die Möglichkeiten gegen Conchita Martinez. Sie muss jetzt aufpassen, dass es erstmal längere Ballwechsel gibt, damit sie ihren Rhythmus findet, damit sie die Sicherheit für ihre Grundschläge bekommt. Denn Conchita Martinez, die hat ja da, müssen wir auch sagen, wirklich nicht allzu viel machen brauchen bis zum jetzigen Zeitpunkt. 12 Minuten gespielt, 0:3 aus der Sicht von Anke Huber. Game Huber. Martinez leads 3 games. Ein wichtiges Spiel für Anke Huber. Das merkt man ja auch an. Sie will sich hier locker machen, will in die Bewegungen hineinkommen. 3:1. Ja, jetzt wird es besser. Die Ballwechsel sind jetzt schon ein bisschen länger geworden. Bravo. Das sind die Jungs, die gleich die Plane über den Platz ziehen müssen, die Sie da eben eingeblendet gesehen haben. Thank you.
Es ist gar nicht so einfach, dort unten auf dem Platz zu spielen. Dort dreht sich der Wind sehr stark. Vor allem für Conchita Martinez, die da Schwierigkeiten beim Ballwurf hat zu ihren Aufschlägen. Immer noch Breakball für Anke Huber. Das wäre ja eben schon mal eine Chance gewesen. Klaus Hofsess, der da unten neben Soltan Kuharski sitzt, versucht immer wieder so ganz verdeckt der Anke Huber etwas zuzurufen, ihr Mut zu machen. Neue Breakchance für die Deutsche. Thank you.
Albert Martinez. Conchita Martinez sieht ihr Spiel fast ausschließlich über ihre Vorhand auf. Da hat sie, wie gesagt, das totale Gefühl. Kann den Ball in alle Richtungen sehr gut platzieren. Mit einer ganzen Menge Druck. Game Martinez. Martinez leads 4 games to 1. Anke Huber hat in diesem 5. Spiel des ersten Satzes ihre Chancen nicht ausgenutzt. Da ist weitaus mehr drin. Anke Huber spielt hier so an die 60% vielleicht ihres Leistungsvermögens. Aber das ist natürlich immer so eine besondere Geschichte. Da spielt man in einem Grand Slam Turnier, gewinnt die ersten 4 Runden im Spaziergang, sozusagen mit der Taschenuhr in der Hand, stets unter einer Stunde. Keine Gegnerin, ein leichtes Durchkommen. Jeder klopft der Anke Huber auf die Schulter und sagt, wie gut sie spielt. Und sowas setzt sich natürlich auch im Kopf einer Spielerin fest. Das ist ganz normal. Und dann auf einmal steht da die Conchita Martinez, ganz ruhig, ganz geschickt. Produziert kaum Fehler. Und es wird unruhiger auf dem Center Court unter den Zuschauern. Manche gehen. Scheint sich da jetzt was anzubahnen mit dem Regen. Wir können das von unserer Position aus nicht hundertprozentig erkennen. Schiedsrichter Peter Bellinger steht auf. Aber im Moment wird noch weiter gespielt. Wichtig für Anke Huber, dass sie jetzt im Spiel bleibt. Denn wie gesagt, sie hat alle Chancen hier auf jeden Fall ins Halbfinale zu kommen. 15
Die Seite im Schläger gerissen von Conchita Martinez. Und Spielball für Anke Huber, die dann nach wie vor ein bisschen unruhig wirkt an der Grundlinie. Und natürlich auch vom Läuferischen zu wenig macht. Martinez leads for game two. Es ist Anke Huber, die hier das Spiel machen muss. Sie lässt sich hier im Moment das Geplänkel von Conchita Martinez aufzwingen, die das natürlich sehr geschickt macht. Die nächsten zwei Punkte noch. Das wäre es dann zum Rebreak und dann kann es hier anfangen mit dem Regen. Der steht nun wirklich unmittelbar vor.
Der Ball wird ausgegeben vom Linienrichter und von Schiedsrichterin Jane Harvey. Haben Sie das auch so gesehen wie der Linienrichter, fragt Anke Huber. Schauen wir mal hin, der Ball wird länger, mag vielleicht im Aus gewesen sein. Einstand. Irgendwann muss die Anke Huber mal versuchen, ihre Chance zu nutzen. Zu viele unnötige Fehler, wenn es drauf ankommt. Insgesamt schon 11 Vorhandfehler. Breakball Nummer 6 für Anke Huber. Fehler. Oh, das läuft aber unglücklich für Anke Huber jetzt. Da wurde der Ball ausgegeben und Jane Taber sagt, der Ball wird wiederholt. Also, da kommt dann alles zusammen. Pfiffe, die, naja, soll man sagen, nicht unberechtigt sind, aber es läuft unglücklich für Anke Huber. Zwei neue, immer noch Breakball Nummer 6. Der ist Doppelfehler und dann endlich schafft Anke Huber das Rebreak, ein wichtiges Spiel. Wir wollen Ihnen einen kleinen Service anbieten. Mein Kollege Wilfried Mohren sitzt bei Klaus Hofsess. Bitte schön. Ja, Klaus Hofsess, erste Analyse von Ihnen. Sie hat sich sehr schwer getan, die Anke, um ins Match reinzufinden. Aber vielleicht ist jetzt ja gerade der Knoten geplatzt. Ja, die Anke war die ersten Spiele überhaupt nicht richtig auf dem Platz und auch viel zu unruhig. Sie ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Die Martinez spielt sehr, sehr geschickt. Sie spielt den Rückhand unterschnitten, lang und flach. Und da muss die Anke immer selber beschleunigen. Und da hatte sie doch Probleme. Sie muss sich da einfach besser hinbewegen, mehr runter und mehr Beinarbeit. 11 Vorhandfehler zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich auch mehr, als man zulassen sollte. Ja, natürlich. Der Ball ist sehr lang und sehr flach, wie gesagt. Und wenn sie den schnell spielen will, das ist schwierig. Und das erfordert eine sehr, sehr gute Beinarbeit. Forty-fifty.
Das Spiel von Anke Huber wird besser. Sie lässt sich jetzt Zeit, wartet auf ihre Chance, um dann mit der Vorhand den entscheidenden Punkt zu machen. Genau das war ja eigentlich das Rezept, das sie zusammen mit Klaus Hofsäß und Zoltán Kuharský vorher abgesprochen hat. Vier beide. Und nun wirkt die Spanierin doch erheblich unsicherer. Okay, Martinez. Martinez leads 5 games to 4. Zwei Satzbälle für Conchita Martinez. Verschenkte Punkte, um nicht zu sagen, Anke Huber hat diesen gesamten ersten Satz abgegeben. Es war nicht die außergewöhnlich gute Leistung von Conchita Martinez, dass sie hier nach 45 Minuten mit 6:4 erfolgreich ist.
gestiegen. Ja, Anke Huber, das bringt leider gar nichts, diese Diskussion. Weil es ausgegeben worden, das bedeutet 15 beide. Sie hat zwar bislang kein Glück gehabt bei den Entscheidungen der Linienrichter und von Frau HW, aber das bringt nichts. Nach vorne schauen ist das einzige Rezept. Erneut eine Vorhand, die absolut unnötig verschlagen worden ist, aber das ist auch eine Sache der Beine, nicht? Da bewegte sich nicht die Anke Huber, gerade daran hat sie ja in den vergangenen Monaten gearbeitet, aber bei einem Viertelfinale eines Grand Slam Turniers sieht das natürlich wieder ganz anders aus, da ist man ein bisschen verkrampft. Immer noch Breakball gegen Conchita Martinez, deren Aufschläge sich immer mehr der Bezeichnung eines Einwurfes nähern. Und da ist das Break. Endlich einmal ein direkter Punktgewinn und erstmals Führung für Anke Huber. Wir haben gesehen, meine Damen und Herren, dass das Flutlicht hier eingeschaltet wurde und die Kollegen unten am Platzrand informieren uns darüber, das können wir jetzt hier auch sehr deutlich sehen, dass das Dach so langsam geschlossen wird während der Seitenwechsel. Man kann sich da natürlich die Frage stellen, warum hat man das nicht in der Spielpause gemacht nach dem ersten Einzel. Aber okay, sei es drum. In circa 15 bis 20 Minuten erleben wir dann hier ein reines Hallenmatch zwischen Anke Huber und Conchita Martinez. Sechsmal bislang beide gegeneinander gespielt, viermal war Anke Huber erfolgreich und sie hat die spielerischen Möglichkeiten, um die Spanierin zu schlagen. Anke Huber, die ja noch über Weihnachten bei Bundestrainer Klaus Hofsess, in dessen College war, in Marbella. Dort hat sie auch sehr hart trainiert, was die Kondition anbelangt, zusammen mit Werner Leuthardt. Da läuft sie immer so einen kleinen Hügel hoch mit einem kleinen Gewicht hinter sich herziehend, um die Sprintfähigkeit, um die Schnellkraft zu steigern. Dazu wird viel an der Beweglichkeit gearbeitet. Insgesamt hinterlässt Anke Huber bislang einen guten körperlichen Eindruck. Sie kann es nur nicht umsetzen, heute in diesem Spiel. Love you, Jaden.
Wait, please. Wenn man sich das so anschaut, dann kann man sagen, das sieht ja alles so einfach aus. Conchita Martinez zwei, dreimal hinten auf der Rückhandseite festhalten, um dann den druckvollen Ball in die offene Vorhandecke zu spielen. Denn die Conchita Martinez ist in der Tat nicht die schnellste, das können wir ja immer wieder neu erkennen. 2:0 Führung für Anke Huber. Fifteen.
Okay, Martinez. Nicht konsequent dran geblieben, Anke Huber, nur noch 2:1 Führung im zweiten Satz. Wir schalten nochmal hinunter zu Wilfried Mohren und zu Bundestrainer Klaus Hofsäß. Bitte schön. Ja, Klaus Hofsäß, das Problem scheint nicht die Gegnerin zu sein, das Problem ist sie selber. Sie nutzt einfach ihre Chancen nicht, die sie zweifelsohne hat. Conchita Martinez plänkelt da hinten ein bisschen rum, sicherlich auch weit von ihrer Bestform entfernt. Ja, wie gesagt, die Anke ist also mit dem Kopf noch nicht hundertprozentig bei der Sache. Aber sie ist jetzt doch ab und zu mal zu Backhand nach vorne gegangen und das könnte vielleicht doch die Wende bringen. Das Dach im Übrigen, liebe Zuschauer, wird nicht mehr weiter zugefahren. Das wundert mich ein wenig. Wäre eine Unterbrechung im Sinne von Anke? Na, ich denke, dass sie jetzt immer ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist in den letzten Spielen und ich glaube, das ist egal. Hans Jürgen, bitte. Time. Ja, ja, die Anke Huber hat sich noch nicht frei spielen können, die ja hier zum 6. Mal bei den Australian Open am Start ist. Zweimal war sie schon zuvor im Viertelfinale, 91 und 92, verlor beide Mal gegen Monika Seles. Und 91, da führte sie als 15-jähriges Mädchen mit 13:0 im ersten Satz, verlor dann 12 Spiele in Folge. Aber da spielte sie schon ein großartiges Tennis. Heute leider, wie gesagt, läuft alles noch nicht zusammen bei ihr. Thank you.
Alles sieht so einfach aus, wenn Anke Huber ihre Vorhand in die Rückhandecke von Conchita Martinez spielt. Conchita Martinez wird nur richtig dann gefährlich, wenn sie alle Zeit der Welt hat, um sich ihrerseits zu der Vorhand hinzustellen. Wobei sie natürlich mit der Rückhand, wie Klaus Hofs es gesagt hat, das Spiel ganz gut dirigieren kann. Aber das war eben wieder so eine Vorhand. Und die spielt sie gut, lang platziert und damit bereitet sie die Punkte vor. Es fängt an. Draußen gewittert es immer noch. Also plötzlich ein Hallenspiel. Die Bedingungen sind doch etwas anders. Die Bälle werden schneller sein. Mal sehen, wer damit besser fertig wird. Anfang. Diese Vorhand von innen nach außen gezogen, die hat prima geklappt, auch im letzten Spiel vor der großen Pause. Das ist mit das beste Tennis, was wir bisher von beiden gesehen haben. Game Martinez. 2-3. Conchita Martinez verkürzt, aber wie gesagt, läuft immer noch einem Break hinterher in diesem zweiten Satz. Huber, die sich hier so wohlfühlt in Melbourne. Hier hat sie ihr allererstes Grand Slam Turnier gespielt und dann eben diese beiden Viertelfinalauftritte 1991 und 92. Da verlor sie erst gegen Monica Seles, die dann nachher auch das Turnier gewann. Und die Jungs und haben hier einen Spaß auf der Tribüne. Sie hat von vornherein gesagt, ich habe hier eigentlich eine prima Auslosung in meiner Hälfte. Die dickste Gegnerin, in Anführungsstrichen, die schwierigste halt, das ist natürlich Conchita Martinez. Und anschließend entweder Hingis oder Kötzer, das sind beide Gegnerinnen, die sie nun wirklich schlagen könnte. Sie hat wieder Spaß gefunden am Training, hat gesagt, eine Zeit lang, letztes Jahr, da hatte sie so eine Phase, wo das Training fast eine Quälerei für sie war. Aber jetzt klappt es wieder prima. Sie hat auch offensichtlich endlich wieder einen richtigen Trainingspartner gefunden. In Soltan Kuharski, den ehemaligen Doppelpartner von Markus Günthert, der ja jetzt Anke auch managt. Also prima Dreierteam offensichtlich mit Blickrichtung
in die Top 10. Weiter nach vorne. 15. Oh je. 15. Ja, da hat sie schon recht, wenn sie sich da in den Kopf greift. Hat sie ganz schön mit der Linie gespielt, ziemlich viel Risiko und das hat sich dann doch noch gelohnt. 40-50. Die war da, hätte den Ball auch noch gekriegt. Sie rückt nach so einem Ball jetzt auch viel couragierter nach vorne. Ans Netz, da hat man sie ja früher nur ganz, ganz selten mal zu Gesicht bekommen. Aber das läuft jetzt auch bereits sehr viel besser. Auch das sicherlich ein Verdienst des neuen Trainers. Und sie führt mit 4-2. Also hält den Vorsprung. Aufschlag Martinez. Neue Bälle für die Spanierin. Voller Angriff. Und Conchita Martinez unter Druck. 15:30. Die beste Antwort, die sie daraufhin geben kann.
Wieder ist sie vorn und beweist, dass sie es auch durchaus mit Fingerspitzengefühl packen kann. Und nicht nur mit Power. Erneute Breakchance für Anke Huber. Einer der schönsten Ballwechsel aus ihrer Sicht bisher. Da rutscht Conchita aus. Da war offensichtlich doch noch so eine etwas feuchte Stelle. Hoffentlich hat sie sich nichts getan. Das hat zumindest einen Moment lang schon wehgetan. Das sah auch ziemlich übel aus auf dieser Situation. Und da hat man natürlich immer noch die fürchterlichen Bilder von Michael Stich im Kopf in so einer Szene. Glücklicherweise ist das hier sehr viel glimpflicher abgelaufen. Und der Beifall verdient für die Spanierin, die sofort wieder auf den Platz geht. Die Hand hat sie sich auch ein bisschen näher angeguckt. Auf der landete sie da, ausgerechnet die Schlaghand. Und das ist ihr Anhang, Gigi Fernandez, ihre Freundin, die im Doppel mit Natascha Zvereva noch mit dabei ist. Die beiden treffen auf Arantxa und Chanda Rubin, die beiden gestrigen Gegnerinnen. Das Laufen scheint okay zu sein. Aber die Hand hat sie sich da doch ein bisschen aufgeschärft, schätze ich. Zweite Breakchance, Huber. Anke Huber schafft das zweite Break in diesem zweiten Durchgang gegen Conchita Martinez. Bleibt konzentriert in dieser Situation und geht mit 5:2 in dem zweiten Satz in Führung. Conchita Martinez im letzten Spiel, vor allen Dingen an der Hand, hat sie sich doch ziemlich aufgeschürft, die Knöchel. Und das ist ausgesprochen unangenehm, vor allen Dingen auf diesem Boden. Hoffentlich hat das nicht zu arge Konsequenzen für die Spanierin, die mit 2:5 zurückliegt. In diesem Satz, Anke Huber serviert zum Satzausgleich. 13. Hat sie mit dem nicht mehr gerechnet? Oder hat das wehgetan? Also hat sie offensichtlich die ganze Gegenwehr aufgegeben, als ob sie wirklich diesen Ball gar nicht mehr richtig spielen wollte. Jetzt klappt die Vorhand doch wieder besser. 14:30. Satzball.
Auch der zweite sitzt nicht. Und nach 40-15 jetzt Einstand. Satzball Nummer 3. Game, second set, Huber. 6-2. Seven Volley und Anke Huber schafft den Satzausgleich. 4-6, 6-2 aus ihrer Sicht. Und damit ist alles wieder offen. Mal sehen, ob das auch so ein Drama wird wie gestern. Final set, Martinez to serve. Erster Aufschlag jetzt für Conchita Martinez. Längst nicht mehr so fröhlich, die Gesichter beim Anhang von Conchita Martinez. Da hat sie sich verschätzt. Offensichtlich tut ja auch der Ellenbogen ein bisschen weh nach diesem Sturz beim 4-2. Und sie braucht das Handtuch. Gleich zu Beginn dieses dritten und entscheidenden Satzes, also wieder Breakchance für Huber. Und was für ein Return! 1-0! Und jetzt ist sie wirklich die bessere Spielerin auf dem Platz. Conchita Martinez, seit diesem Sturz völlig aus dem Konzept gebracht, bringt ihr Spiel einfach nicht mehr richtig zusammen. Und ein ziemlich frustrierter Blick hinüber zur Gegnerin.
Gleich wieder Break-Vorsprung für Anke Huber, die sehr viel konzentrierter spielt, jetzt zu Beginn dieses dritten Satzes. Ich meine, mit seinem zweiten Aufschlag kann sie jetzt was anfangen. Conchita Martinez, 40-0 Huber. Frustriert und fast ein bisschen hilflos. Dementsprechend fliegt das Racket auch zuerst in Richtung Stuhl. 2-0 führt die Gegnerin von Conchita Martinez. Und Anke Huber muss jetzt wirklich nur noch konzentriert bleiben und ihr Spiel weiter so durchziehen, wie das in den letzten 20 Minuten der Fall war. Dann könnte sie den großen Sprung schaffen ins Halbfinale und dann entweder gegen Hingis oder Kötzer wäre durchaus das Finale drin. Und dann ist sie unter den Top 5 und wie lange hat sie sich das schon gewünscht? Symptomatisch für ihr gesamtes Spiel. Der Ball die Linie entlang vorher so gut, aber dann dieser verkorkste Smash. Carlos Kiemeier wird sich wahrscheinlich am liebsten den Hut ganz über die Augen runterziehen. Und Gigi Fernandez guckt schon kaum noch mehr hin. Passt auch ins Bild. Völlig von der Rolle. Schlimmer kann es kaum noch werden. Drei Möglichkeiten zum Break und zum 3-0 im dritten Satz. Das wäre das zweite Break und wohl vielleicht die Entscheidung zugunsten von Anke Huber. Ja, bei der klappt jetzt fast alles. Zu Null nimmt sie der Spanierin den Aufschlag ab. Und das müsste doch reichen zum Einzug ins Halbfinale der Australian Open. Da kam Huber. Der erste Punkt mal wieder für die Spanierin nach 12 Punkten in Folge für Anke Huber.
30-15. Bisschen spät dieser Ruf, aber wohl doch eine richtige Entscheidung. Doch gar keine Diskussionen mehr von Seiten Martinez. Die beiden versuchen zu helfen, aber das ist von da oben natürlich erstens nicht erlaubt und zweitens auch ziemlich schwierig. Game Huber. Der Spielball sitzt. Tja, und das dürfte ihre Hand auch nicht gerade gut tun. 4-0. Überzeugend jetzt gespielt. Vor allen Dingen lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen, Anke Huber. Durch die Verletzung der Gegnerin, so kurios das klingen mag, das ist oft der Fall, dass ein Spieler oder eine Spielerin auch durch eine Verletzungspause des Gegners aus der eigenen Konzentration gebracht wird. 0-4, Aufschlag Martinez. Schön gespielt diesmal. Tja, im Grunde ihre letzte Chance. Herrlich. Jetzt läuft es wieder viel besser. Der Return von Huber, klasse, aber da hat Conchita Martinez das Tempo sofort mitgenommen und gekontert. Man kann Huber froh sein, dass die Spanier nicht die ganze Zeit so gute Bälle produziert hat. Das war nicht gerade dolle Kontrolle. Conchita Martinez, bestes Spiel seit langer Zeit. Da scheint die Behandlung doch ein bisschen geholfen zu haben. Dennoch. Anke Huber mit komfortabler Führung im dritten Satz. 4-1 für die Heidelbergerin. Mal wieder ein Smash, der rüber geht. Nada, nichts geht mehr.
Jen Harvey mit der Entscheidung, der Ball sei aus gewesen. Das war nicht zu erkennen, da stand Anke Huber davor. Das war, weiß Gott, ironisch gemeint von Conchita. Da kann man nicht sagen, ob die Entscheidung gestimmt hat oder nicht. Der schönste Punkt bisher von Anke Huber. Und das war nun wirklich keine schlechte Aktion von Conchita Martinez. 5:1. Toll gemacht. Hut ab. Und jetzt sieht alles danach aus, als ob sie wirklich diese Vorschusslorbeeren von Klaus Hofsäß und auch vielen anderen zurecht verliehen bekommen hat. 1:5 Martinez serviert gegen den Verlust des Matches. Ja, jetzt, wo sie eigentlich nicht mehr allzu viel zu verlieren hat, Conchita Martinez, da spielt sie bedeutend besseres Tennis. Das ist jetzt ein ganz anderes Niveau als noch vor einer Viertelstunde. Von beiden wohlgemerkt. Ich kann nicht mehr spielen, schimpft sie. So schlimm ist es nur auch wieder nicht. Was für ein Ritter. Jetzt ist sie voll da. 30 beide. Matchball für Anke Huber. Zwei super Returns in diesem Spiel. Alles riskiert und alles gewonnen. So weit, so gut. Ein Punkt fehlt ihr noch.
allem aus. Anke Huber steht im Halbfinale der Australian Open 96. Nach einem kuriosen Spiel mit viel Durcheinander und viel Hektik. Dennoch hat sie wirklich verdient diese Begegnung gewonnen, denn sie hat ihre Konzentration behalten und vor allen Dingen auch diesen Reifetest gewonnen nach dem Verlust des ersten Satzes, wo sie so wirklich hilflos zum Teil aussah, viel zu nervös war. Kämpfte sie sich wieder heran, verlor zwar diesen ersten Durchgang, aber dann zog sie ihren Nutzen daraus, dass das Dach geschlossen wurde, dass sie Hallenverhältnisse hatte. Der Sturz natürlich bedauernswert von Conchita Martinez, aber ich glaube, auch ohne das hätte Anke Huber heute wohl gewonnen. Und damit ist sie im Halbfinale zum ersten Mal bei diesem Turnier und die Spanierinnen beide draußen. Die nächste Gegnerin, Amanda Kötzer oder Martina Hingis, und gegen beide hat sie nun wirklich eine gute Chance. Alle Sympathien auch für Conchita Martinez, aber Gratulation vor allem an Anke Huber für einen klasse Sieg. Sie werden wir also wiedersehen am Donnerstag, wenn es dann ins Halbfinale geht bei den Damen. Dann Monika Seles gegen Chanda Rubin und Anke Huber gegen Kötzer oder Hingis.